Mein Magen, ich weiß nicht. So nervös war ich noch nicht mal bei meiner Sportprüfung. Oh, jetzt kommt meine Mutter. Um Gottes Willen, der Leo. Der wer? Ihr Freund. Das überlebe ich nicht. Das gibt die fette Schlagzeile. Todesfall der Abschlussfeier. Schülerin Irene. Hör auf zu albern. Die Lage ist ernst. Ich weiß nicht. Mein Magen. Von dem dann ist ab heute. Heute. Der Dicke macht das schon, ne? Gebt ihm halt was zu essen, wenn er Hunger hat. Ja, ich hab Erdnüsse. Ich muss noch irgendwo eine Schokolade haben. Ach was, der braucht doch bloß ablesen. Das kann jeder. Jetzt reicht's mir! Ich schmeiß den blöden Auftritt! Soll sie doch die Schwätzerin! Ich streike! Mensch, mach ich mir keinen Scheiß. Du hast sie doch geschrieben, oder? Glaubst du nicht? Ich schätze, er hat sie von seinem Vater, dem großen Redenschwinger im Verein. Quatsch, die ist per Hand geschrieben. Da schaut her. Das sieht aber nicht aus wie deine Hand. Hör auf zu spinnen. Zeig mal her. Gott, ich werd wahnsinnig. Jetzt ist alles aus. Und wieso denn? Was ist? Ich hab's gar nicht. Egal, wer das sonst geschrieben hat. Nein, ist es nicht. Verdammt nochmal. Da, Lies. Liebe Kaninchenzüchter. Das da ist die Rede, die unser Olla letzten Montag in seinem Verein gehalten hat. So, und wo ist deine? Was weiß ich denn? Zu Hause? Im Büro? In meiner anderen Jacke? Doch, Steve! Auftauchen! Ach du grüne Soße! Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ach da! Das ist peinlich. Ich glaube, ich sterbe. Mama mia, das gibt es doch nicht. So eine Blamage. Leo, schau mich nie wieder an. Oh Gott, die hat Sorgen! Warte, wir können nicht sagen, nein. Ich stehe auf dem Programm. Alle warten schon auf uns. Was willst du machen? Schau mal schnell eine neue. Klar, flieg mal schnell zum Mond. Das kann ich nicht so einfach. Das muss ich erst mal durchgehen, ja? Das kann doch nicht so schwierig sein, Mann. Zum Beispiel die Lehrer, die Schüler. Quatsch, die Schüler kommen zuerst. Kommen sie nicht? Und der Direktor? Haha, lieber Dr. Dietchen. Es ist eine große Ehre, dass ich die Ehre habe, Ihnen heute die Ehre zu geben. Also, ich meine, es ehrt mich. Ehrlich? Freunde, jetzt hört mir mal zu. Irgendwie wird das schon klappen, ja? Drückt uns einfach nur fest die Daumen. Los geht's! Na, da bin ich mal gespannt. Verehrte Anwesende. Zu unserer diesjährigen Abschlussversammlung möchte ich Sie auf das Herzlichste begrüßen. Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken können. Der Rechenschaftsbericht unseres, ja, Kassettdirektors Dr. Tietchen heißt ein Guthaben von 12.875 Euro auf, sodass ich mich in der glücklichen Lage sehe, Ihre Vorschläge zur Verwendung des Geldes entgegennehmen zu dürfen. Diese erfreuliche Umentwicklung, meine Damen und Herren, Mensch, ist einerseits dem Umstand zuzuschreiben, dass die Nachfrage nach erstklassigen Kaninchen, meine Schülerfleisch, in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist. Andererseits, meine Damen und Herren, ist unser Bestand nunmehr auf 441 Stück Schüler angewachsen, auch nach dem beklagenswerten Ableben unseres Ramlers. Es ist uns gelungen, weitere Paarungen zu erzielen. Sorgfältig
Schülermarkt, meine Damen und Herren. Ich meine, dass unsere Schüler auf dem Markt überdurchschnittliche Preise erzielen konnten. Internationale Auszeichnungen gab es wiederum für hervorragende Lehrergebnisse wie Fruchtbarkeit. Ja, sowie Haarkleid, Körperbau und insbesondere die Länge der Ohren. Die müssen wir nachziehen. Dazu haben die Bedingungen, unter denen unsere kleinen Lager gehalten werden, Lieblinge, Entschuldigung, nicht unerheblich beigetragen. Die durchgreifende Modernisierung von inzwischen 90% der Käfige, ich meine der Klassenräume, der tägliche Wechsel der Unterlagen und vor allem eine hygienische Kotbeseitigung in den Schülertoiletten tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die dass sich die Schüler bei uns sozusagen zu Hause fühlen. Ja, am überragendsten hat sich die Umstellung der Ernährung unserer Zöglinge ausgewirkt. Dank des unermüdlichen Einsatzes von unserem Herrn Schröter in der Beschaffung von Kraftfutter ist es uns gelungen, meine Damen und Herren, unsere kleinen Lager, unsere Schüler voll zufriedenzustellen. Meine Damen und Herren, da gab es die Wurstsemmeln mit frischem Leberkäse oder mit Salat. Auf Wunsch auch mit einer kleinen Gurkenscheibe. Ja, Senf oder Ketchup. Ja, daneben die Butterbrezen, die römischen und die Vollkornbrötchen mit Käse. Ganz zu schweigen von den Hörnchen, meine Damen und Herren. Immer knapp frisch aus der Mikrowelle. Und den Apfeltaschen, die Aprikosenschnippen. Und die Brustbecken, die Schokoräume mit zartem Alpenvollmilch, die ganzen Leckereien, meine Damen und Herren, zu erschwinglichen Preisen hinunter in den Magen geleitet und durch einen Schluck Kaugummi oder gar Cola. Ich habe fertig, ja?